Hallo, es geht gerade drunter und drüber an Forge of Empires. Das Frühlingsevent ist auf den Live-Server noch nicht mal gestartet. Da wird auf dem Beta-Server bereits zeitgleich das Archäologie-Event und das neue Zeitalter Raumfahrt-Asteroidengürtel veröffentlicht. Und hier geht es jetzt um das neue Event. Die neue Mechanik, die mit dem Vorgänger im letzten Jahr das erste Mal vorgestellt und anschließend durch das Halloween-Event noch erweitert wurde, wird wieder aufgegriffen. Indiana Jones-Style schlagt ihr euch wieder mit Dynamit, Schaufeln und Pinseln? Hatte Indiana Jones jemals einen Pinsel in der Hand? Jedenfalls schlagt ihr euch wieder durch tonnenweise Sand und Gestein, um antike Tonvasen und goldene Relikte zu finden, die euch einzigartige Preise versprechen. Während ihr mit dem Pinsel immer genau eine Sandfläche bereinigt, legt die Schaufel eine ganze Reihe frei, wird jedoch von Wänden begrenzt. Und dank eurer einzigartigen Sprengkünste gelingt es euch mit Dynamit sogar, alle direkt angrenzenden Felder zu bereinigen, ohne den porösen Steinwänden auch nur einen Kratzer zuzufügen, damit euch die Decke nicht auf den Kopf fällt. Ja, ist natürlich Quatsch, aber mir ist keine bessere Story eingefallen, warum ein Dreierbündel Dynamit nicht in der Lage sein sollte, irgendwelche jahrhundertealten gemauerten Steinwände wegzusprengen. Ist aber halt so. Während Tonvasen euch unterschiedliche Chancen auf den aktuellen Tagespreis sowie einige weitere feste Preise je Vase sichern, erhaltet ihr einen Hauptpreis, sobald ihr 20 goldene Relikte gefunden habt. Nach aktuellem Stand ist jeder zweite Hauptpreis ein Upgrade-Kit für das neue Eventgebäude, auf welches ich später noch zu sprechen komme. An der Stelle aber kurz der Hinweis, dass es sich bei allen hier genannten Informationen um den Beta-Stand handelt. Es könnte immer sein, dass sich bis Live-Release nochmal was ändert. Und nein, auch dieses Mal ist kein sicherer Termin für Live-Release bekannt, solange noch keine offizielle Ankündigung raus ist. Und da seit einigen Monaten mit Release der offiziellen Ankündigung auch nahezu zeitgleich der Ingame-Timer erscheint, wo ihr seht, wie lange es bis zum Eventstart noch dauert, braucht ihr euch auch gar nicht die Mühe machen, einen Kommentar zu schreiben, um zu fragen, wann das Event startet. Habt ihr im Spiel keinen Timer, so könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass alle Daten, die ihr online findet, lediglich Schätzungen basierend auf dem letzten Jahr sind. Und damit zurück in den Buddelkasten. Neben Vasen und Relikten könnt ihr auch weitere Werkzeuge und seltene Tontafeln finden. Sammelt ihr eine Tontafel auf, so wird sie eurem privaten Museum hinzugefügt und ihr könnt sie lesen starten. Auf jeder Tontafel stehen dann Instruktionen zu 5 zusätzlichen Quests, die ihr über das Eventfenster nun abschließen könnt. Die ersten 4 der 5 Quests geben euch dann jeweils 5 Schriftrollen, mit denen ihr im Eventfenster weitere Werkzeuge kaufen könnt, sollten euch diese ausgegangen sein. Ich denke, hier ist logisch, dass das größte Paket auf das Stück gerechnet den besten Preis hat. Also lieber etwas sparen, bevor ihr übereilig kauft. Die Tontafeln sind aber eigentlich nur eine Nebeneinnahmequelle für Schriftrollen. Jede Tontafel gibt euch mit der 5. Quest dann nämlich einen besonderen Preis. Das sind eine Wisteria Topiary, 2 Blaupausen, Medaillen, 2 Fragmente eines Wunschbrunnen-Schrumpfkits, eine 2 Stunden Vorratsbeschleunigung, ein gestrandetes Boot, ein Medizinmann und ein königliches Marmortor. Und mal ernsthaft, lediglich das königliche Marmortor könnte sich für einige durch den Angriffsbonus lohnen. Der Rest ist Schrott. Es war zwar eine Intention, Preise von alten Events über die Tafeln rauszugeben, aber mussten sie so alt sein? Das zweitbeste Gebäude ist ein normales Produktionsgebäude vom Sommer-Event vor 6 Jahren. Die Wisteria Topiary ist vom Oster-Event 2016 und so irrelevant, dass ich nicht mal die deutsche Übersetzung gefunden habe, weil scheinbar nicht mal ein Eintrag im offiziellen Wiki dazu gibt. Jedenfalls könnt ihr die Questreihen der Tafeln alle parallel machen, jedoch niemals die Questreihe derselben Tafel zur gleichen Zeit. Habt ihr alle Tafeln einmal abgeschlossen, erhaltet ihr den Historikerpreis. Beim ersten Mal mit Avatar und extra Werkzeugen. Auch dieser kann natürlich mehrmals gewonnen werden, aber ab dem zweiten Mal halt ohne neuen Avatar. Die Hauptquestreihe besteht aus 60 Quests, für die ihr 21 Tage Zeit habt. Dementsprechend sind 39 Quests direkt freigeschaltet und die restlichen 21 kommen täglich dazu. Dies ist auch eure Haupteinnahmequelle für Schriftrollen. Von diesen erhaltet ihr nach der 45. Quests noch 1200 zusätzlich, sowie kleinere Mengen in Ereignissen rund um eure Stadt. Alle Questreihen, Preise und Infos findet ihr wieder im Fandom-Wiki über den Link in der Videobeschreibung. Nach der 5. Quest gibt es das Hauptgebäude, den Zeppelin Stufe 1 und 3 Upgrade-Kits nach der 15., 30. und 60. Quest. Der Zeppelin hat ganze 11 Stufen und bringt euch voll ausgebaut auf 7x3 Feldern, Bevölkerung, Münzen, Vorräte, 15 Güter, 15 Güter für die Gildenkasse und 8 Forge-Punkte. Nach den 3 Upgrade-Kits durch die Questreihe braucht ihr also noch 7 weitere durch 13 Hauptpreise.
Blöderweise kann man nicht wirklich berechnen, ob die Schriftrollen, die ihr kostenlos bekommt, dafür ausreichen werden. Insbesondere, weil nach den ersten paar fest definierten Preisen im Sand alles zufällig generiert wird. Einige von euch werden also mehr oder weniger Werkzeuge, Relikte und Tontafeln finden als andere. Nicht unbedingt, weil ihr zwangsweise weniger bekommt, sondern weil einige diese vielleicht auch gar nicht aufdecken und einfach dran vorbeilaufen, weil es vielleicht günstiger sein könnte. Dementsprechend würde ich einfach mal darauf vertrauen, dass der Hauptpreis für aktive Spieler auch wieder kostenlos machbar sein könnte. Außerdem gibt es auch noch ein weiteres neues Gebäude, die Globusfontäne, die bis zu 8% Verteidigungsbonus für eure verteidigende Armee und bis zu 10% Vorratsbonus sowie ein bisschen Zufriedenheit auf 3x3 Feldern bringt. Die wird während des Events als Tagespreis verfügbar sein. Eine gute Meldung habe ich aber noch. Während dieses Events werde ich endlich in der Lage sein, meine Weltausstellung auf die letzte Stufe zu bringen. Ich habe zwar eher ein halbes Jahr gebraucht, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass es nicht voll ausgebaut war, aber jetzt ist es endlich soweit, da das Upgrade-Kit sehr wahrscheinlich als Tagespreis drankommen wird. Zumindest war dies auf dem Beta-Server bereits der Fall. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich nur noch einen Dank an den Sponsor des heutigen Videos aussprechen. BlueStacks ist ein Android-Emulator für PC und Mac. Das bedeutet, dass ihr damit auf ganz großem Bildschirm mit Maus und Tastatur oder Controller eure Mobile-Games zocken könnt. Zum Beispiel eines der Mobile-Only-Spiele von InnoGames, dem Entwickler von Forge of Empires. Dabei könnt ihr eure Steuerung beliebig konfigurieren und sogar mehrere Instanzen gleichzeitig öffnen. Die besonders aktiven Spieler haben auch die Möglichkeit, an regelmäßigen Gewinnspielen teilzunehmen, wo es Geschenkkarten oder Hardware zu gewinnen gibt. Und hey, im BlueStacks Store gibt's aktuell Google Play Guthaben mit bis zu 20% Rabatt, also Geld für weniger Geld. Download-Link in der Videobeschreibung. Und damit hoffe ich, dieses Video hat euch wieder gefallen und wir hören uns bald schon wieder. Bis dahin, ciao.